Der einfache Tagling. Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Herzlich willkommen hier bei uns in der Jotte. Wenn ihr euer Materiallager aufräumt, findet ihr bestimmt auch Seile, die sich hier aufdröseln. Und es ist mir ein Anliegen, das jetzt einfach wieder ein bisschen aufzuhübschen, aufzuarbeiten. Und dazu werden wir hier einen einfachen Tagling verwenden, weil das ist eine Hanfschnur. Die kann ich entweder spleise am Ende her oder wie gesagt, ich zeige euch gleich die Variante des Taglings, wie ich mit einer einfachen Schnur dieses Seil gegenüber dem weiteren aufdröseln. Wenn ich ein Kunststampfseil habe, kann ich das natürlich auch einfach mit dem Feuerzeug machen. Hier, wie gesagt, bei der Hanfschnur haben wir diese Möglichkeit nicht. Und ich zeige euch jetzt einfach gleich, wie wir das machen. Um nachher ein sauberes Seilende zu haben, schneiden wir erstmal das Gewuscht hier ab, und zwar in dem Bereich, wo das Seil hier noch intakt ist. Da brauchen wir ein scharfes Messer. Gut. Und haben jetzt hier, das brauchen wir nicht mehr. Hoppla. Da bleibt unser Seil hier. Und wir werden jetzt hier mit einer dünneren Schnur werden wir diese Seilende umwickeln, und ich zeige euch jetzt eben, wie ich mit dem einfachen Tagling dann das auch so befestige, dass es nachher hält. Dazu nehmen wir jetzt erstmal ein großzügiges Stück Schnur hier raus. Man könnte auch direkt von der Rolle runterwickeln, aber es ist einfacher zu handeln hier. Der Tagling soll nachher relativ weit oben sitzen, aber doch mit ein bisschen Abstand. Und ich sage jetzt mal von der Länge her, von der Wicklung, die wir jetzt gleich drüber machen, mindestens mal das Seildurchmesser in der Länge dann nachher auch. Um hier zu beginnen, werden wir hier aus dem Seil so eine Schlaufe legen und diese an der Stelle, wo der Tagling nachher sitzen soll, hier auf unser Seil drauflege. Und dann beginnen wir einfach mit einer schönen Wicklung hier einmal um mein Seil rum, über diese Schlaufe dann auch hinweg. Wie viel Kraft ich da brauche, das muss man sich einfach so ein bisschen aneignen. Gut ist, wenn einfach die Wicklungen sauber nebeneinander liege und es keine Überkreuzungen gibt. So kann ich hier schön weiterziehen, kann das ab und zu nochmal kontrollieren und ein bisschen zusammenschiebe. Okay. So, ihr seht, mir erreiche jetzt so die Länge ungefähr, die dem Durchmesser des Seiles entspricht. Ich habe hier meine Schlaufe noch liege, und durch diese Schlaufe gehen wir jetzt mit dem Ende unserer Schnur durch. So, lege nochmal schön an. Jetzt bin ich hier durch und kann jetzt hier auch zuziehen. Und ihr seht, dadurch wird mein Seil jetzt hier auch gebremst, und ich ziehe jetzt einfach noch das hier ein Stück unter den Tagling drunter, so dass jetzt hier letztendlich beide Seile auch gebremst sind, und dann kann ich hier sauber wieder abschneiden. Na, hallo, so hinhebe, dass ihr das auch seht. Machen wir das so. Einmal, und das zweite Mal. Hier seht ihr, das Seil dröselt sich auch wieder auf. Ich habe jetzt da, weil das eine Kunststoffschnur ist, kann ich die auch einfach einschmelzen, so dass die sich nicht mehr weiter auffädelt. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal aus der Nähe zu zeigen. Wie gesagt, ich lege hier
mir so eine Schlaufe an mein Seilende und beginne dann entsprechend hier mit einer sauberen Wicklung immer schön um mein Seil rum. Schön, dass die Schnüre auch immer die Reihe, schön, die Wicklungen schön parallel liege dann. Und wenn ich ungefähr den Seildurchmesser erreicht habe, dann gehe ich hier mit dem Schnurende durch die Schlaufe durch, die ich mir gelegt habe, und werde hier das so einziehen. Na, komm schon. Dass mein Seil nachher nicht mehr aufgehen kann, weil beide Seilende hier gebremst wären. Und damit die hier nicht mehr aufgehen, werden wir auch da kurz die Ende leicht verschmoren und dann hält unser Seil künftig an dieser Stelle. Ja, so ein einfacher Takling am Seilende, der verlängert doch deutlich die Lebensdauer eurer Seile. Und auch wenn hier jetzt dieses offene Ende noch ein bisschen ausfranst, das ist gar nicht weiter schlimm, ihr könnt es ruhig auch noch ein bisschen, nachdem der Takling fertig ist, jetzt noch ein Stück einkürzen, aber auch so ein kleines Fransebündel, das ist durchaus in Ordnung. Das Schöne an dem Takling ist, er hält das Seil nach wie vor schlank, das heißt, ich kann auch dieses Seil problemlos durch eine Seilrolle durchziehen oder durch eine Öse durchziehen, das klappt alles. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rückspleiß machen würde, um das ganze Seilende zu sichern, dadurch wird das Seil immer etwas dicker, da fallen solche Sachen einem dann schwerer. Aber heute soll es einfach dabei bleiben. Ihr habt gelernt, wie ein einfacher Takling geht. Ihr habt gesehen, es ist kein Hexenwerk. Das ist schnell und einfach gemacht. Ich brauche dafür kein spezielles Werkzeug, sondern einfach nur eine Schnur in der passenden Dicke. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, gebt uns einen Daumen hoch, erzählt eure Freunde weiter, dass Jodeland hier einen Kanal hat, wo man einfach viel auch über Zelte und Materialkunde lernen kann, um einfach seine Sache so ein bisschen in Ordnung zu halten. Ja, ich freue mich, wenn es euch Spaß gemacht hat. Schaut das nächste Mal wieder rein. Ich sage tschüss, euer Ralf von Jodeland.